Ja, übertreib doch nicht komplett. Dum, dum, dum. Mali, guck mal, das rutscht doch, verdammt. Wir werden heute was richtig Cooles machen, und zwar mit Lea. Lea, wenn du die folgende Challenge gewinnst, dann bekommst du die Möglichkeit, in einen Reitladen deiner Wahl zu gehen und alles, was du tragen kannst, zu kaufen. Ich kann viel tragen. Wir haben einiges am Budget, das heißt, wir können uns das jetzt auch mal leisten. Und jetzt würde ich sagen, geht's los zur Challenge. Woo! Challenge ist wie folgt, Lea. Ich gebe dir jetzt eine Wassermelone. Ja. Und wenn du es schaffst, diese Wassermelone schneller als ich aufzuessen, dann, wie gesagt, darfst du das mit dir in den Reitladen machen. Gott, ist das überhaupt möglich? Wir werden das natürlich genau mittig teilen. Okay, Leute, Lea, wir haben uns beide Melonen. Lea, wer als erstes das hier fertig ist, der hat gewonnen, okay? Okay, 3, 2, 1. Okay, Leute, Lea war auf jeden Fall sehr motiviert und hat diese Challenge gewonnen. Das heißt, sie durfte jetzt alles aus einem Pferdeladen aussuchen, was sie tragen kann. Wenn eine Sache runterfällt, dann ist der ganze Einkauf sofort hinüber und sie muss alles zurücklegen. Viel Spaß. So, meine Freunde, wir sind vom Laden angekommen. Lea hat sich natürlich einen Reitladen ausgesucht. Lea, du hast das Wettessen gewonnen. Deswegen, Leute, Lea, sage ich dir dann heute das Budget. Okay. Ich hoffe, Lea fällt das runter, Alter. Das ist wirklich, das will ich eigentlich echt nicht ausgeben, das Geld. Okay, Lea, alles, was du tragen kannst. Ich muss mir erst noch überlegen, weil... Was ich alles sehe, ist für mich alles voll unnötig. Ich würde dir nichts von finden. Okay, das erste Stück wird genommen. Was ist das hier? Kannst du das erklären? Oh mein Gott. Das Schabracke von Cavallo kostet 70 Euro. 70 Euro? RIP. Lea, wenn das den Boden berührt, dann darfst du es nicht mehr mitnehmen. Das ist schon klar. Ich habe schon überlegt, wenn mir was runterfällt, schmeiße ich mich mit hin. Dann kann es oder? Nein, du darfst nicht helfen. Lass los. Ja, perfekt. Wieso nicht? Du darfst nicht helfen, Mom. So, Johannes, pass darauf auf, dass du nicht mehr machst. Mom, du darfst nicht mehr helfen. Johannes, halt sie auf. Johannes, halt sie auf. Aber es ist, glaube ich, nicht in der... Wo siehst du welche? Pass auf, dass sie nicht mithilft, ne? Wieso? Ganz ernsthaft, was soll das denn? Und weiter geht's. Also, wenn das einmal runterfällt, Lea... Das nehme ich mit. Johannes, du bist Schiedsrichter. Wenn das kurz den Boden berührt, machst du direkt Pfeife. Eine imaginäre Pfeife. Hier ist deine imaginäre Pfeife. Pfeif mal. Nice. Leute, Lea ist so pferdeverrückt. Leute, Lea hat einen guten Gehelfer. Ja. Lea hat einen treuen Gehelfer. Guck mal, Lea. Guck mal neben dir. Da? Ja, genau da. Was ist da? Berühr mal. Ah, super. Greifst du noch mal extra zu? Jetzt langsam eng. Sag ich mal sowieso. Das ist noch Platz. Dein imaginäres Pferd kann ja was dran. Hier ist so Pferde gestört. Ich sag sowieso. Das tut schon weh an den Händen. Sehr gut. Nee. Dann kriegst du mich nicht. Das sieht nicht gut aus für das Portemonnaie. Ich sag so, wie es ist. Jetzt kommt die Treppe leer. Auf jeden Fall. Was genau? Oh mein Gott, wie knapp das am Boden ist. Mhm. Oh mein Gott, wie knapp das am Boden ist. Hier muss ich. Oh mein Gott, wenn alle eins runterfällt, darfst du nichts mehr mitnehmen, ne? Nichts. Scheiße, das ist schwieriger als ich dachte. Oh mein Gott, das darf nicht den Boden berühren, ne? Ach, es fällt. Es fällt? Nee, ich hab's wieder. Schade. Ah, leider geschafft. Ich bin da. Die nehmen wir auf und die kann man bestimmt beschreiben. Alter, langsam leer, sag ich so wie es ist. Ich hätte die niemals gekauft, aber jetzt. Was hättest du? Ich hätte die niemals gekauft, aber jetzt. Du Arsch. So sieht eine pferdeverrückte Frau aus. Lea, guck mich mal an. Doch, dann hat sich Mom wieder eingeschlichen. Ich habe natürlich sofort Schiedsrichter Johannes informiert und wir haben die Sache geregelt. Also musste Lea ihren Helm ganz alleine anziehen. Oh mein Gott, das sieht so dumm aus. Leider ist dabei nichts runtergefallen. Oh oh, Lea hat schon richtige Verfrassen hier aufgenommen. Ja. Und die Maske, die fällt mir die ganze Zeit vom Gesicht. Sieht der aus? Musst du wieder aufsetzen, Lea. Oh oh. Scheiße. Scheiße, Lea, du musst die Maske wieder aufsetzen. Mach die Maske! Bei dem Fall war ich jetzt nicht so hart und hab Mom helfen lassen. Oh, die Jacke ist doch mega ja, schön. Ja, ist super, die Jacke. Kann nur leider gar nicht. Geh weg, ich warte dir rein. Warte, aber ich weiß gar nicht, wie die Größe das ist. Egal, die nehmen wir. Aber. Lea, wenn das von dem Bügel fällt, dann bist du am Arsch, ne? Wenn das vom Bügel... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's. Oh, schade. Der Leben ist schlau. Okay, Lea, um die Sachen zu kaufen, musst du aber leider den Renntest bestehen. Du musst den Renntest bestehen. Okay. Warte, und zwar musst du ein Wettrennen gegen das Krüppelpferd machen. Okay, 3, 2, 1, go.
Ja, okay, du hast gewonnen. Ja? Das Pferd steht immer noch. Das Pferd steht immer noch, der Eis läuft auf der Stelle. Ich muss was ändern. Oh mein Gott, sie ändert was. Ich muss einfach runterfallen. Nein. So ist mir ein. Oh mein Gott. Die hält das echt fest, Alter. Doch, nachdem sie was geändert hat, war ihr ganzes Konstrukt nicht mehr so safe. Marlene, guck mal, kurz schau, verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab den Boden nicht berührt. Alter, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Alter, das ist so knapp. Immer nicht noch. Hey Lea, für die Sicherheit brauchst du auch noch eine Weste. Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Das ist doch eine Decke. Das ist eine Decke fürs Pferd. Würde sie ja. Damit dem Pferd nicht kalt wird. Oh oh. Aber auch trotz meiner Manipulation, es ging einfach nicht. Sie hat es einfach halten können. Deswegen habe ich ihre Maske etwas fester aufgesetzt. Bis sie dann fast in den Kleiderschrank gefallen ist. Und dann hat Mom natürlich wieder geholfen, was der Schiedsrichter natürlich gar nicht gut fand. Langsam musst du zur Kasse gehen, oder Lea? Body. Lea, langsam musst du doch zur Kasse, sonst wird das ein bisschen eng, oder? Nein, nein, noch nie zur Kasse. Die macht Risiko hier. Also habe ich versucht, sie ein wenig übermütig werden zu lassen. Könnt euch Sachen teurer kaufen. Was soll das heißen? Ja, ihr habt kein Geld mehr. Also, solange ihr es tragen könnt, könnt ihr es mitnehmen. Warum haben sie diese Chance sammeln? Nur einmal im Leben. Du überträgst das jetzt auch auf mich, was ich tragen kann. Nein, auf gar keinen Fall. Und dann verfiel Lea in einen Kaufrausch. Sie hat so viel gekauft, das war unfassbar. Wenn ihr genau wissen wollt, was für Reitsachen sie gekauft hat, schaut bei Leas Kanal vorbei. Ich habe das jetzt nicht so genau gezeigt, weil, keine Ahnung, es interessiert mich auch nicht so sehr. Mich interessiert nur der Preis am Ende. Und das wird jetzt schmerzhaft, außer sie lässt was fallen. Mal schauen, wo sie ist. Das ist ja Lea. Alter, da ist sie. Da ist sie. Junge. Wie viel hast du denn noch geholt? Ein bisschen habe ich mir noch gekauft. Wo ist die Katze? Ich kaufe noch nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mama, helf mich. Ja, die Scheide. Jetzt kann man, die kannst du ja nicht hinlegen. Doch, die musst du jetzt hinlegen. Da ist eine Scheibe, die soll ich das hin? Machen. Selber machen. Leg's hin. Und erst dann wird es abgelegt, das darfst du es haben. Die habe ich schon mal gelassen. Und es ist... Offiziell? Ist es offiziell? Oh. Ich habe ja noch was auf dem Kopf. Ach ja. Oh mein Gott, es ist offiziell, glaube ich. Ich werde hier ab. Ich werde hier ab. Ich habe das hier noch und ja. Hi. Oh mein Gott, Lea. Du hast dich offiziell arm gemacht. Oh, du willst dich besser machen, weil ich wirklich gekauft habe. Ich habe einfach eingesteckt. Was? Laber nicht. In die Socken habe ich mich gar nicht mehr erinnert. Seid einfach dreist. Naja, jetzt kommt erstmal die spannende Phase. Denn als ich auf dem Bildschirm gesehen habe, dass alleine einer dieser Artikel 179 Euro gekostet hat, WTF, hatte ich wirklich Angst, wie hoch der Endbetrag ist. Was denkst du, wie viel wird das jetzt? Ich sag 1100. 1400 würde ich sagen. Ja, übertreib doch nicht komplett. Dumm, dumm, dumm. Juhu! 1070 Euro hast du hier. Alter, wie konntest du das tragen? Bist du arm? Baby, es tut mir so leid. Ich muss sie wiederbeleben. Sie kommt nicht mehr zurück. Nein. Vielleicht war mein Konto am Ende des Tages 1000 Euro ärmer. Aber Lea hatte einen schönen Tag und das ist aber wirklich die Hauptsache. Das war der beste Tag meines Lebens. Leute! Willst du da eine Outtake? Okay, 3, 2, 1! Okay, warte, stopp. Selbe Einwand. Mit meiner Klaue hier. Perfekt, dass du meinen Code gefilmt hast, Digga. Perfekt, dass du meinen Code filmst. Bester Kameramann. Liegt einfach alle meine Informationen. Wir haben noch was gefunden. What the f*** ist das denn? Was ist das denn? Ohne Körper. Vielleicht war am Ende des Tages mein Konto um 1000 Euro. Vielleicht war mein.
Vielleicht war mein Ende... Ach, Digga. Vielleicht war mein Konto am Ende des Tages 1000 Euro wen... Vielleicht war mein Ende...